Servus zusammen, schön, dass ihr das neueste Video vom SV Fünsberg auf dem YouTube-Kanal anschaut. Heute gibt es einmal keinen sportlichen oder traditionellen Hintergrund, den ihr in diesem Video anschauen könnt. Heute möchten wir euch unsere Erfahrungen mitteilen, die wir mit dem Test des neuen Target-Sprintgewehrs von Walter gemacht haben. Hintergrund ist folgender: Wir möchten keine Produktwerbung für dieses Modell betreiben, sondern wir wurden von Walter gefragt, ob wir das neueste Modell testen möchten. Und damit auch ihr etwas davon habt, haben wir uns dazu entschlossen, ein kleines Video zu drehen mit unserer Meinung. Wie gesagt, ausschließlich unsere Meinung. Vielleicht erleichtert es eure Entscheidung, wenn ihr darüber nachdenkt, wollt ihr ein neues Target-Sprintgewehr kaufen oder nicht. Hier ist unsere Meinung und hier ist das Video. Viel Spaß dabei. Bevor wir mit dem eigentlichen Produktvideo loslegen möchten, beziehungsweise der kleinen Rezession, hier noch ein paar möglichst neutral gehaltene Worte zur Disziplin Target Sprint. Die Disziplin Target Sprint soll ja der große Nachfolger der Cross-Variante des Sommerbiathlons werden, wenngleich die Disziplin an sich noch in den Kinderschuhen steckt, zum einen was die Laufzeit der Disziplin innerhalb Deutschlands angeht und zum anderen was Strukturen und dergleichen mehr betrifft. Target Sprint will really get popular. Der größte Unterschied zeigt sich wohl aktuell in der unterschiedlichen Handhabung bzw. Ausübung der Disziplin, was Waffen angeht, was die Schussreihenfolge angeht bzw. Stellungen angeht. So sehen wir auf Ebene des DSB, des Deutschen Sportschützenbundes, bei der Deutschen Meisterschaft eine Liegen-Stehen-Kombination, ähnlich wie in der Cross-Variante. Es ist das Schießen mit Mehrladern erlaubt. Und ansonsten ist auch nicht ganz klar, wie viele Schüsse man für das Nachladen verwenden darf. Bei der ISSF schaut das Ganze anders aus. Die Laufstrecken sind hier ähnlich. Allerdings entfällt hier der Anschlag im Liegenschießen und so, dass der Tagessprint sich nur auf das Stehenschießen konzentrieren soll. Hintergrund hierbei, so wurde mir das mal gesagt, man möchte mit möglichst wenig Aufwand, sprich Neuanschaffung von Mehrladergewehren, dieser Part soll entfallen, möchte man Sportschützen zum prestigeträchtigen Biathlon in Anführungszeichen bringen. Das Wort Biathlon ist ja eine eingetragene Marke der IBU und darf somit nicht verwendet werden, weshalb man sich auf den Begriff Target Sprint geeinigt hat. So viel kurz dazu. Aus dieser Unterschiedlichkeit hat sich in den letzten Jahren auch ein gewisser Konflikt bei der Wahl der Gewehre ergeben. So haben die einen die Klebebandlösungen, man sieht es hier in diesem Trailer des ISSF bzw. der Weltcup-Zusammenfassung. Manche Schützen haben sich auf Klebebandlösungen konzentriert, um die Kugeln am Einzellader zu montieren. Andere wiederum haben spezielle Vorrichtungen mit Löchern an dem Gewehr angebracht. Wieder andere haben die Mehrladertechnik ihres Gewehrs genutzt, beispielsweise die Anschützmodelle, wo das Nachladen mit einem herausspringenden Einzelmagazin sehr leicht entfällt. Und somit war Walter jetzt die wirklich erste Marke innerhalb des Waffenmarktes, die ein Target-Sprint-Gewehr herausgebracht haben. Man munkelt bereits, dass unsere osteuropäischen Sportkameraden hier bereits in der Entwicklung eines noch dynamischeren Systems sind. Ich habe es bislang noch nicht gesehen, aber wir dürfen uns überraschen lassen. Das ist der kleine Hintergrund, wieso jetzt wir das Modell Walter heute vorstellen. Es wird das erste kommerziell erhältliche Target-Sprint-Gewehr werden. Erscheinungsdatum irgendwann im Herbst 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Die Tests laufen noch und dann liegt es an euch, ob ihr euch das Gewehr anschaffen wollt. Wir hoffen, wir können euch in den folgenden Minuten bei dieser Entscheidung etwas unterstützen. Das Target-Gewehr basiert von der Technik auf der Modellversion LG400 von Walter, ist aber von den Anbauteilen quasi auf das Nötigste abgespeckt. Da der Fokus auf das schnelle Nachladen liegt, fällt die angebaute Diabolo-Halterung, die schwarze, sofort ins Auge. In ihr finden bis zu 20 Diabolos Platz. Das Herausnehmen ist aber manchmal etwas schwierig, denn man muss bereits beim Befüllen mit dem richtigen Gefühl die richtige Tiefe der Diabolos bestimmen. Übrigens, die schwarze Platine ist angeklebt und lässt sich für den Umbau auf rechts und links schützen, der jeweils ganz leicht auf die andere Seite bringen.
Uns standen für den Test zwei Gewehre zur Verfügung. Neben der Farbe waren beide unterschiedlich in den Zubehörteilen, was die Schaftkappenverstellung und die Backenhöhe anbelangt. Hier gibt es zwei Versionen. Für die Schaftkappe als auch für das Backenstück stehen jeweils zwei Versionen, eine Lang- und eine Kurzversion, zur Verfügung. Die Mechanik hinter dem Verstellen ist einfach gehalten, sodass man hier mit einem Imbusschlüssel alle Anpassungen tätigen kann. Das Backenstück lässt sich um alle drei Dimensionsachsen anpassen. Wenngleich man für sehr individuelle Anpassungen auf das eigene Bastelgeschick vertrauen müsste, aber das ist man ja bei Biathlon-Gewehren sowieso schon gewohnt. Der Ladehebel kann zum Öffnen nach unten gedrückt werden, wobei der Winkel des Hebels einstellbar ist. Das Nachladen soll so im Anschlag erleichtert werden. Außerdem bewegt sich über diese Technik die Hand nach dem Öffnen des Verschlusses automatisch und direkt zu den Diabolos an der Seite. Wer bereits Erfahrung mit den ersten Pressluftversionen von Walter gesammelt hat, dem ist der Begriff Doppellader, also das Laden von zwei Diabolos, bekannt. Die mittlerweile etablierte rote Anzeige bei einem bereits geladenen Gewehr nimmt die Target-Version natürlich mit. Eine praktische Handauflage für die Stützhand hat als Neuerung den Weg an das Gewehr gefunden. Diese ist höhenverstellbar und lässt sich um die Querachse drehen. Dies bietet einen erheblichen Komfortzugewinn im Vergleich zu anderen Biathlon-Gewehren, die bereits am Markt sind. Bislang mussten individuelle Lösungen herhalten, um so die Höhe richtig einstellen zu können. Auch hier wird deutlich, das Target-Sprint-Gewehr orientiert sich vor allem am stehenden Anschlag. Aber auch ein Schießriemen für den liegenden Anschlag lässt sich über die Schiene problemlos anbringen. Was lässt sich sonst noch so zum neuesten Pferd im Walterstall sagen? Die Anbauteile sind, wie eingangs erwähnt, eher funktional ausgelegt und meistens auch Hausmarken, wie zum Beispiel der Walter Basic Matchdiopter. Die Regenschutzklappe ist, wie es sich für ein Biathlon-Gewehr gehört, sowohl am Diopter als auch am Kontunnel vorhanden. Die Blechdicke jedoch wirkt nicht ganz so stabil wie beispielsweise beim Feinwerkbau P75, erfüllt aber tadellos seinen Zweck. Hier noch einmal ein etwas genauerer Blick auf die Schaftkappe und dann war es das eigentlich schon mit dem Gewehr an sich. Aber wir haben uns auch noch daran versucht, das Gewehr von links auf rechts umzurüsten. Das hat beim ersten Versuch gute 10 Minuten gedauert, war aber an sich kein Hexenwerk, sodass das jeder leicht hinbekommt, ohne selbst Ingenieur sein zu müssen. Diese Option ist sicherlich auch interessant, wenn das Gewehr als Vereinsgewehr dienen soll. Achtung aber beim Umrüsten, eine kleine gefederte Stahlkugel arretiert die Hebeldrehachse. Diese Kugel am besten nicht verlieren und beim Aufschrauben dann entsprechend vorsichtig sein. So, als erstes Zwischenfazit. Ja, man kauft sich ein Biathlon-Gewehr für den Target-Bereich und ja, es würde sich auch für das Präzisionsschießen eignen, wenn man gerade nicht auf Klappscheiben schießen möchte. Die verbaute LG400 Grundversion verspricht die gewohnte Walter-Qualität. Für das schnelle Nachladen ist in dieser Version aber, wie gesehen, etwas Übung notwendig. Das Gewehr gibt es in vier Farben, Lichtblau und wie gesehen in Signalgrün und Cremeweiß sowie Kaminrot. Und jetzt kommt's, es ist noch eine Diabolo-Zuführung vorhanden, diese stand uns zum Test allerdings nicht zur Verfügung. Dafür konnten wir ein Testvideo auf YouTube finden und das möchten wir euch zwecks Gesamtbild an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Augenscheinlich, wie man sieht, ist hier die Entnahme doch etwas leichter möglich, aber wie gesagt, der Praxistest blieb uns verwehrt, hierüber erlauben wir uns also kein Urteil. Walter hat alle Infos zum Gewehr natürlich schon auf seiner Homepage unter karl-walter.de bereits zusammengestellt. Unter dem Menüpunkt Produkte und dann auf Luftgewehre kommt man in den entsprechenden Bereich und nach etwas Scrollen taucht auch schon das Target-Sprint-Gewehr auf.
Neben der Zubehörliste, Bedienungsanleitung, Bildern etc. pp. Findet man hier auch mit 1.799 Euro einen ersten UVP, der schon einmal als grober Richtwert dienen kann. Erfahrungsgemäß liegt der Preis im Handel aber wahrscheinlich etwas darunter. Ein kleiner Werbeblock sei uns an dieser Stelle dennoch erlaubt. Unser Sponsor Skisport Buinger aus Möttingen hat uns bereits zugesagt, dass das Gewehr unmittelbar nach Markteinführung bei ihm auf der Homepage unter www.buinger.de erscheinen wird. Hier könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr Artikel braucht, die nichts mit dem Biathlon-Schießen zu tun haben. Das war unser kleiner Produkttest und uns bleibt nur, egal welches Gewehr ihr am Ende verwendet, gut Schuss zu wünschen und wir sagen Servus, bis bald.